Frankreichs schnelle Eingreiftruppe. Im Einsatz von Vietnam bis in den Tschad. Franzosen sind nur die Offiziere. Die Fremdenlegion. Wer sich anwerben lässt, hofft auf Abenteuer. Und den Beginn eines neuen Lebens. Liebe Zuschauer, willkommen. Gutes Geld in der Tasche, Palmen, Sonne, Abenteuer. Klingt verlockend, keine Frage. Frankreichs Fremdenlegion wirbt mit allen Tricks um neue Rekruten. Der aktuelle Slogan heißt Change ta vie, auf Deutsch ändere dein Leben. Seit fast 180 Jahren zieht es ganz besonders deutsche junge Männer in den Dienst der Grande Nation. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einen regelrechten Ansturm. Veteranen aus SS und Wehrmacht, die nichts anderes gelernt hatten als kämpfen, dienten sich dem Kriegsgegner von gestern an. Viele fanden wohl tatsächlich Palmen und viel Sonne vor, doch anders als erhofft. Sehen Sie einen Film meines Kollegen Christian Frey. Die Elfenbeinküste, Westafrika, 2003. Fremdenlegionäre im Einsatz gegen Aufständische. Im Dienste Frankreichs. Als Kampfmaschine ist die Legion von ungeheurem Nutzen. Nicht? Also sie kann eben dort eingesetzt werden, wo man ein bisschen zögert, eigene Truppen. Also das klingt sehr, sehr grausam, ist aber so. Wenn einer dieser Männer fällt, muss keine französische Mutter weinen. Oft genug in der Geschichte der Fremdenlegion war es eine Deutsche. Ihr Einsatz ist total. Für den, der hierher kommt, ist die Legion eine neue Chance, ein neues Leben. Oft haben sie alles verloren oder hinter sich gelassen. Doch darüber reden sie nicht. Unter jedem weißen Kepi eine Geschichte. Warum ein Legionär sich hat anwerben lassen, fragt hier keiner. Die meisten schweigen. Manche reden erst nach Jahrzehnten. Wäre ich im 14., 15. Jahrhundert geboren worden, wäre ich vielleicht beim Wallenstein Landsknecht gewesen, aber was ich war, ne? Das wäre mein Ding gewesen. Ne? Das Hauptquartier der Fremdenlegion in Aubagne in Südfrankreich. Mutterhaus heißt es im Jargon der Fremdenlegion. Heute beginnt jede Legionärskarriere hier. Frank Seidel hat sein halbes Leben bei der Fremdenlegion verbracht. Mit 17 unterschrieb er den Vertrag. Nach dem Fall der Mauer, ein Junge aus Ost-Berlin. Dann gleich weg, rüber direkt nach Frankreich. Den Legionär kennengelernt, gesagt, ja, alles super, Geld verdienen, Abenteuer, viel reisen und dann halt ab in den Legion. Ist man ja naiv, glaubt man auch alles. Nur einer von 7 Bewerbern wird genommen. Nach einem Auswahlverfahren und einer Befragung durch den Sicherheitsdienst. Wird er von der Polizei gesucht? Hat er seine Familie sitzen lassen? Früher wurden weniger Fragen gestellt. Man wird schon kontrolliert, ob man nicht zu viel Ärger am Hals hat, ist schon klar. Das wird dann alles dann noch kontrolliert in den Wochen, bevor man dann zur Ausbildung geht. Aber im Endeffekt, man braucht nichts. Man muss halt motiviert sein, das alles. Der Abschied vom bisherigen Leben ist radikal. Nicht nur die Haare müssen weg. Jeder angehende Fremdenlegionär erhält einen neuen Namen. Man wird auch sofort ein anderer Mensch, ne? So innerlich, man merkt schon, Mensch, oh Gott, jetzt geht's los, ne, richtig. Kann man nicht mehr zurück, Haare sind schon weg. Man hängt so ein bisschen wie so in so einem Tunnel hin und her, ne, so. Vielleicht kommt ja irgendwann mal Licht. Mal sehen, ne? Willkommen in der Legion. Wer sich hier verpflichtet, will sein altes Leben hinter sich lassen. Gegründet wurde die Fremdenlegion 1831 als Truppe von ausländischen Söldnern mit dem Auftrag, in Frankreichs Kolonien zu kämpfen.
Die Hafenstadt Marseille war für lange Zeit die Hauptstadt der Fremdenlegion. Von hier aus brach sie auf zu Frankreichs Feldzügen in Afrika. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele junge Männer aus Deutschland in ihren Reihen. Tausende. Ich bin von Hamburg nach Marseille gelaufen. Zu Fuß. Zu dritt waren wir. Ich muss dazu sagen, ich war schon einige Jahre auf Landstraße. Ich war, kann man ruhig sagen, ich war ein Penner. Das einzige Familienfoto, das Heinz Timm besitzt. Er und seine Geschwister wachsen ohne Eltern auf. Den Vater hatten die Nazis erschossen. Nur durch Glück überlebt Heinz Timm den Krieg. Für viele Jugendliche bricht mit der Niederlage eine Welt zusammen. Hunderttausende sind obdachlos. Bei mir war das ähnlich gelagert. Mit 2 Jahren kam ich in die Kinderheim. Mein Vater hat sitzen lassen mit 5 Kindern. Und bis zum 9. Lebensjahr war ich dann im Kinderheim. Und von dort ging es dann durch Jugendamt, wie das früher damals war im Dritten Reich, zu fremden Leuten. Josef Häsler kommt aus dem Schwarzwald. Die französische Besatzungsmacht wirbt für die Fremdenlegion. Wenn Sie die Plakate gesehen haben, Palme, Pyramide, eine schwarze Frau, Krug auf dem Kopf, ein bisschen, oh, und können Sie mir vorstellen, damals so ein Bild, in meinem Alter, ich wollte was erleben, egal wie es ausgeht. Nicht? Die Gedanken machen Sie erst später, wenn Sie noch Gelegenheit dazu haben. Das Fort Saint-Nicolas in Marseille ist der Sammelpunkt. Viele waren in der Wehrmacht oder in der Waffen-SS. Alle suchen Lohn und Brot. Ich möchte wetten, dass die Hälfte von den Jungs, die damals in Lyon sind, keine Unterkunft und nichts hatten. Die froh waren, dass sie überhaupt was zu beißen kriegen. Hunderte lassen sich direkt aus der Kriegsgefangenschaft anwerben. Um dem Hunger zu entgehen. Oder dem Entnazifizierungsverfahren in der Heimat. Als Alfred Junius nach Hause kommt, nach Berlin, ist seine Freundin mit einem anderen verheiratet. Auch er geht nach Marseille. Das war für mich ein Umschwung, jetzt wie ein Schlaraffenland. Sie kommen sie her, nicht wahr? Haben hier ist Friede und hier ist vernünftig, hier kriegst du zu essen, zu trinken, Kleidung. Und hast laufend jede Menge Kumpels, Abwechslung und so weiter. Vor dem Eintritt in die Fremdenlegion steht das Verhör durch den französischen Geheimdienst. Wir wurden immer wieder befragt. Wo warst du, bei welcher Einheit? Dann ging das los. Leibstandarte Adolf Hitler oder Führerbegleitbataillon oder so. Nicht? Ja, dann waren sie natürlich hellhörig. Nicht? Dann wollten sie schon mehr wissen. Nicht? Aber ansonsten... Erfahrungen in der Waffen-SS stören den Geheimdienst nicht grundsätzlich. Genauso wenig wie eine kriminelle Vergangenheit. Hauptsache, sie können mit einer Waffe umgehen. Die konnten schießen, konnten sich militärisch bewegen und wussten, was zu tun ist und so weiter. Und die brauchten bloß die Uniform wechseln, ja, und dann waren sie wieder Soldat. Ein letzter Blick auf den Hafen von Marseille. Dann verlassen die deutschen Rekruten der Fremdenlegion Europa. Wenn sie einmal unterschrieben haben, war die Sache erledigt. 5 Jahre, ohne Wenn und Aber. 5 Jahre Dienstzeit. Tausende kehren nie zurück. Also ich bin der Überzeugung, dass viele sich gar nicht klar waren, auf was sie sich eingelassen haben. Abenteuerlust, Abenteuer hin und her, das ist viele Gedankenlosigkeit und Dummheit gewesen. Ankunft in Algerien, dem ersten Land, das Fremdenlegionäre für Frankreich mit erobert hatten. Das alte Leben liegt hinter ihnen, das neue hat noch nicht begonnen. Sie sind niemand, sie sind ein Matrikül, das heißt die Nummer, sie kriegen eine Nummer. Und Legionär, Matrikül, und mehr waren sie nicht. Die Kaserne in Sidi Bel Abbes, damals das Hauptquartier der Fremdenlegion. Blaue werden die Rekruten genannt,
Rohmaterial. Wir waren überhaupt nichts wert. Und das hat man gespürt. Geländemarsch unter afrikanischer Sonne. Und wehe, im Marschgepäck fehlt etwas. Ja, und dann konntest du das wieder einpacken. Und kriegst ein paar Steine dazu. Ne? Schöne kleine Brocken gewesen. Dann wurden die Riemen rausgemacht oben am Tornister. Telefondraht. Kein Träger, sondern Telefondraht. Riemen. Das schön schneidet. Und nach ein paar Kilometern, dann war der Telefondraht durch. Nicht? Dann war dann die Schulter durch, die Haut durch und das Blut fängt dann an und die Fliegen und Schweiß kam dazu und die Fliegen kamen dazu. Das waren schon Torturen denn, nicht? Das sind erzieherische Maßnahmen, Hartmache, Disziplin gehört dazu, alles vermischt. Nicht? Das war dann über Gang und Gäbe nicht. Drill und Gehorsam. So wie in jeder anderen Armee? Wenn man sich untergeordnet hat, da hat man nichts auszustehen gehabt. Man muss bloß machen, was die gesagt haben. Da war alles in Ordnung. Flucht aus der Wüste ist fast unmöglich. Sieht so das Abenteuer aus, das die Plakate versprochen haben? Das ist dann kein Spaß. Da gab es die Methode. Ein Lochgraben bis zum Hals eingraben und nur nach Kopf rausgeguckt. Ne? Ob die Sonne gescheint hat oder nicht, das hat keine Rolle gespielt. Übertriebene und teils sadistische Härte ist an der Tagesordnung. Selbst für geringste Vergehen. Schon beim geringsten Widerspruch. Ich stand mit der Nase an der Wand, da kamen der Schanze vorbei, der hat gleich mal, dann hat man voll ein die Knick, und ich meine, da hat sich gerade das Blut rausgespritzt. Und dann habe ich einen Stein müssen auf die Nase und gegen die Wand drücken. Kein Millimeter bewegen. Beschwerden über die Ausbilder sind möglich, aber aussichtslos. Die Republik Frankreich ist zwar ein Rechtsstaat, aber Algerien ist weit weg von Paris. Das war in der Ausbildung, das war damals noch gang und gäbe. Also eine in die Presse auf Deutsch gesagt, ne? Das war damals noch gang und gäbe. Ne? Und heute? Noch immer gilt die Ausbildung als eine der härtesten der Welt. Doch inzwischen haben Fremdenlegionäre die gleichen Rechte wie alle französischen Soldaten. Und die Legionäre heute, da trauen sich auch viel mehr, um ihre Vorgesetzten direkt anzugehen auch, ne? Rechtlich. Die wissen ganz genau, das ist mein Recht. Und was dazu kommt, ist Internet. Da holen sich Leute die meisten Informationen, die es gibt. Auch direkt zu den Rechten, was in der, wie wo in der Armee abläuft, ne? Dass man direkt ausgedruckt wird und direkt einen Hauptmann vorgelegt und was soll er da machen. Die Fremdenlegion von heute sucht Elitesoldaten. Kein Kanonenfutter, wie noch vor 50 Jahren. Man geht sofort runter mit dem Gewicht, das ist klar. Ne? Wenn er da ankommt, wird er nochmal 80 Kilo. Nach den 4 Monaten hat er bestimmt bloß noch 60, das ist sicher. 4 Monate Strapazen, 24 Stunden am Tag. Kontakte zur Freundin oder Familie sind verboten. Da hast gar keine Zeit, über irgendwas nachzudenken oder so, oder Briefe schreiben oder so. Das, man hat gar keine Zeit dafür. Ne? Deswegen, und die freie Zeit, die bleibt, die schläft man. Zum ersten Mal dürfen sie das weiße Kepi tragen. Ausbildung bestanden. Ihr Einsatzort? Die ganze Welt. Die Legion ist überall einsetzbar. Sie ist nun wirklich getrimmt auf diese moderne Art der Kriegführung, auf diese Kommandounternehmen. Und dann sind sie eben extrem professionell. Zum Beispiel in einem Land, einem Kontinent wie Afrika, können Sie mit 300 europäischen Elitesoldaten den Aufstand eines Landes niederwerfen. Beispiel die Elfenbeinküste vor 5 Jahren. Ein Teil des Militärs des westafrikanischen Landes meutert. Banden terrorisieren das Land.
Die Fremdenlegion soll für Ordnung sorgen. Ein Kampfeinsatz. Alltag für die Legionäre. Schießen müssen. Ich sage mal so, der geschossen hat, der sagt es nicht. Und der es sagt, der hat wahrscheinlich noch nie geschossen. So einfach. Ja. Ist natürlich auch nicht schön, wenn man sagen müsste, dass man einen Menschen erschossen hat, ist ja klar. So einfach ist das. Sarajevo 1994. Auch hier ist Frank Seidel im Einsatz. Die Fremdenlegionäre sind Teil der UNO-Truppen, die für Frieden zwischen den verfeindeten Volksgruppen sorgen sollen. Ein Kamerad von Frank Seidel wird erschossen. Ja, und der Günterwald in dem Moment, falschen Ort, falschen Moment. Guckt aus dem Panzer oben raus und in dem Moment hat es ihn gleich erwischt. Ralf Günther. Ein Ostdeutscher wie Frank Seidel. Getroffen von einem Heckenschützen. Man hört das sofort, ne? Das dauert nicht lang. Wie ein kleines Dorf dann. Ne? Innerhalb von einer Stunde wusste man sofort, wer wo was getroffen wurde, ne? Und wie. Ralf Günther ist nicht der einzige tote Fremdenlegionär in Bosnien. Beisetzung machen, einen Sarg zurückschicken nach Frankreich, sowas, mit den blau-weiß-roten Fahnen alles, obwohl ja nur ein Deutscher drunter liegt, ist auch schon ulkig, wenn man so denkt, ja, guck mal, liegt aber ein Deutscher drin, ne? Weil Heimatland bleibt Heimatland, egal für jemanden man dient, ne? Für eine fremde Sache die Gesundheit oder gar das Leben lassen. Das ist das Berufsrisiko aller Legionäre, auch heute noch. Nirgends aber haben so viele Deutsche ihr Leben für Frankreich gelassen wie in Vietnam. Anfang der 50er Jahre. Es war ein wunderschönes Land. Das war für mich das Wichtigste. So was hatte ich nie gesehen und hatte nie geträumt davon. Ne? Die schönen Mädchen. Ein trügerisches Paradies. Das war ein Schlaraffenland. Ananas haben wir nie gekannt. Orangen, Ananas, Kiwis und solche Obstsorten. Nicht wahr? Was habe ich für Ananas gegessen? Ja? Bis mir die Mundwinkel vor Säure waren die kaputt nachher. Die Fremdenlegion wird nach dem Zweiten Weltkrieg hierher geschickt. Es gilt, Frankreichs Kolonialherrschaft zu sichern. Die Gegner sind die kommunistischen Viet Minh. Wir haben uns eigentlich nie politisch unterhalten, warum der Krieg ist, was der Franzose überhaupt hier sucht. Oder warum wir gegen die kämpfen oder schießen. Also, das ist überhaupt nicht drüber diskutiert worden. Der Dienst in Vietnam ist beliebt. Raus aus dem stumpfsinnigen Kasernenleben in Nordafrika. Und lukrativ ist der Einsatz auch. Wir kriegen da gleich großen Sold. Früher in Afrika, wir haben in Afrika bloß noch nicht mal 30 Mark im Monat gekriegt. Ne? Und in China kriegen wir vielleicht 500 umgerechnet. Das wäre natürlich was anderes. Ne? Da waren wir die Könige. Mehr als die Hälfte aller fremden Legionäre in Indochina sind Deutsche. Peter Scholler-Thur lernt einige kennen. Ich kam öfters zu ihnen rüber. Ich war nicht in der Fremdenlegion, nicht in der französischen Einheit. Und aber unterhielt mich mit denen. Da waren ehemalige U-Boot-Helden und Helden als Jagdflieger und so weiter. Diese tropische Umgebung und der Dschungel, und das war natürlich selbst für die alten Russlandkämpfer eine ungewohnte Umgebung. Und sie waren relativ trigger-happy, nicht? Die drücken also leicht auf den Abzug. Dschungelkampf. Krieg ohne klare Fronten. Hinterhaltläger im Dschungel, im Laubtrinkläger, auf Wege, wo man wusste, da kommt der Feind. Das heißt dann, wenn wirklich was kam, reinlaufen lassen und dann zurück. Als Legionär war man gut. Mit dem Buschmädel, Spade, egal. Drauf, in der Beziehung
ein absolut verrückter Hund. Nicht? Ich habe halt Glück gehabt, dass mich nie richtig erwischt hat. Nicht? Ich bin viermal verwundet worden, aber die letzte Sequenz hat immer gefehlt, dass es gereicht hätte. Gott sei Dank. Nicht? Der Kampf im Dschungel fordert einen hohen Preis. Auf beiden Seiten. Über Verluste hat man nicht gesprochen. Weil dann automatisch der Gedanke kommt, nächstes Mal bist du dran. Ne? Das muss wegbleiben. Ne? Es ist immer das Jetzt. Amateuraufnahmen eines deutschen Fremdenlegionärs. Der 30. April 1953 in Vietnam. Kamerone, der Festtag der Fremdenlegion. Mit viel Alkohol. Im Foyer wurde Kleinholz gemacht. Da wurden Tisch und Stühle regelrecht zerschmissen, zerkloppt, zerhauen. Und da wurden dann akrobatische Kunststücke gemacht. Da kann man sich ja nicht vorstellen, nicht? Da war der Deubel los und die Legionäre wurden deswegen auch nicht großartig bestraft, die da was angestellt hatten, nicht? Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Saufgelage gibt es wohl in jeder Armee der Welt. In der Fremdenlegion besonders extrem. Wie so vieles. Wenn Sie nicht wissen, ob Sie morgen schon einen Verpass kriegen, also leben Sie heute. Auf Deutsch gesagt, die Sau rauslassen. Das ist primitiv vielleicht, aber es war so. Nicht? Also. Die Viet Minh können sich gegen die Fremdenlegion behaupten. Frankreichs Kolonie in Fernost gerät immer mehr außer Kontrolle. Du hast hier befriedet, nicht wahr? Und da hat es wieder angefangen. Oder das ist wie 1000 Feuer. 1, 2, 3 löschte, nicht wahr? Und da fängt es wieder an, nicht? Der Krieg in Vietnam ist nicht populär in Frankreich. Auch deshalb schickt man die Fremdenlegion. Wenigstens liegen keine Franzosen in den Särgen, die nach Hause kommen. Die Bewaffnung für die Legion wurde immer schlechter. Weniger Munition, musste immer oft genug, war keine Munition da, war nicht genug Verpflegung da, die Uniform war nicht mehr da, die Fahrzeuge waren nicht mehr da. Da ging es los. Ne? Um zu verhindern, dass Vietnam kommunistisch wird, unterstützen die USA Frankreichs Kolonialkrieg. Doch auch das kann das Blatt nicht mehr wenden. 1951 an war der Krieg in Indochina verloren. Es war ein Wahnsinn der französischen Regierung damals, den Krieg nicht abzubrechen. Der große Fehler der Franzosen, die große Idiotie, muss man sagen, war, die Schlacht von Dien Bien Phu zu organisieren. Die Franzosen waren davon ausgegangen, dass schwere Artillerie über diese unglaubliche Gebirgslandschaft nicht geschafft werden können. Die Vietnamesen haben es geschafft, teilweise auch mit chinesischer Hilfe, aber sie haben es geschafft. Dien Bien Phu. Im Norden Vietnams an der Grenze zu Laos. Die Fremdenlegion soll die Festung halten. Um jeden Preis. Wir hatten Stacheldraht, Minenfelder, Napalmfässer. Das hat uns gar nicht genützt. Die Artillerie vom Feind, damals, wo es losging, da war nichts mehr da. War alles weg. 13. März 1954. Die Vietnamesen haben Kanonen durch den Dschungel herangeführt. Damit hat im französischen Oberkommando keiner gerechnet. Die Fremdenlegion, das ist das Eigenartige, die sind wie in einem guten Feldzug angetreten. Das ist schon bemerkenswert. Nämlich, sie hatten ja die patriotische Motivation hatten sie ja nicht. Es war einfach zu zeigen, dass sie gute Soldaten waren. Rund 1500 Fremdenlegionäre sterben in Dien Bien Phu. Etwa die Hälfte sind Deutsche. Es war die Hölle. Die Tote hat man liegen lassen oder hat sie so weit eingegraben. Da hat der Feind mit der Artillerie geschossen, da sind die Stücke wieder rausgeflogen. Dann kam eine Ratte, dann kam der Typhus, dann kam der Monsun. Alles Matsch, alles, die Gräber sind gerade zusammengefallen, nicht? Vom Wasser her. Nicht?
Nachschub kommt nur noch aus der Luft. Die Fallschirmjäger der Fremdenlegion. Es sind aber auch viele gesprungen, wo gar keine Fallschirmjäger waren. Die haben 2 Stunden Ausbildung gemacht, das muss man vorstellen. 2 Stunden Ausbildung gemacht und dann sind sie abgesprungen, weil wir die Leute gebraucht haben. Ich hätte auch hingesollt, ich habe hab gesagt, ich bin noch nicht. Ne? Haben die Jungs eine Flasche Schnaps gekriegt, sind abgesprungen. Ne? Ich sage, nein, nein, mach ich nicht mit, melde ich mich nicht freiwillig, ich war einmal freiwillig so lang. Dann hat man auch viele gesehen, wo runter sind, wo der Schirm gar nicht aufging, war bei sich aus welchem Grund. Die sind dann aufgeknallt, nochmal hoch und dann nochmal runter. Sinnlose Opfer. Am 8. Mai 1954 stürmen die Viet Minh die letzte französische Stellung. Die Fremdenlegion kapituliert. Die schwerste Niederlage ihrer Geschichte. Boah. Also ich sag mal so, es klingt idiotisch, ich habe gesagt, solche Feiglinge, wem haben wir das zu verdanken? Wie kann man sowas machen? Wir haben doch Waffen, wir haben doch Munition, warum bleiben wir tatenlos? Handy hoch. Musste man alles abgeben, Spiegel, Messer, alles so weiter. Gänsemarsch. Von den 4000 bei Dien Bien Phu eingesetzten Legionären werden nur rund 1800 zurückkehren. Die Niederlage im Sommer 1954 ist das Ende der französischen Herrschaft in Vietnam. Und dann schoss also der Viet Minh noch mal aus allen Rohren. Die Franzosen schossen einigermaßen zurück. Und am nächsten Morgen saß ich dann mit den Offizieren zusammen vor dem Radioapparat. Und da kamen dann die Bedingungen des Waffenstillstandes. Die Vietnamesen haben die Kolonialmacht verjagt. Das Land wird geteilt. In einen kommunistischen Norden und einen westlich orientierten Süden. Freies Geleit für die verbliebenen französischen Truppen, wie im Waffenstillstand vereinbart. Der Fremdenlegionär Heinz Timm will seine eigenen Wege gehen. Ich wollte in Vietnam bleiben, das ist so schön da in Vietnam. Und die regulären Truppen haben sie ausgeliefert. Von der Militärpolizei wird Heinz Timm auf den Truppentransporter gebracht. In Handschellen. Ich habe da die Gespräche gehört. Ich weiß, wo wir da in die letzten an Bord gegangen sind, wie viele da weg wollten. Die haben sich nicht getraut. Wir wussten ja ganz genau, dass in Afrika wieder die Scheiße losging. Ne? Wir waren ja froh, dass wir die Scheiße nicht wieder hinter uns hatten. Und jetzt wollte von einer Scheiße in den anderen. Zurück nach Algerien, wo sich der nächste Unabhängigkeitskrieg schon ankündigt. Auf Heinz Timm wartet das Gefängnis. Im Hauptquartier in Sidi Bel Abbes. Und in Bel Abbes, der Knast, der war ganz berühmt. Bett war ein Betonklotz und neben der Tür war ein Loch, wo man seine Notdurft verrichten konnte. Und da sind die gekommen mit einem Feuerwehrschlauch, einem Zehschlauch und da habe ich da drin geduscht. Ich bin an der Decke gehangen. Das glaubt man nicht. Auf dem Wasserstrahl. Ne? Und dann kam ich in der Infirmerie und Not war ja total zerschunden, ne? Also ins Lazarett. Josef Häsler muss nach Dien Bien Phu 6 Monate in vietnamesischer Gefangenschaft verbringen. Mit 52 Kilo kam ich aus der Gefangenschaft, nur nach Haut. Und dann habe ich wieder gesucht, die war A, dann habe ich das hingemeldet wieder. Da ging das ganze Ding von vorne los. Da war ich wieder begeistert, hab vergessen, was war. Die Fallschirmjägerregimenter der Fremdenlegion suchen Freiwillige, um die Verluste aus Vietnam wieder auszugleichen. Josef Häsler meldet sich.
Sein Einsatzziel heißt Algerien. Die ersten Aufständischen in Algerien liefen gegen die französischen Posten vor mit dem Schrei Dien Bien Phu. Es ist ja, der Waffenstillstand in Indochina ist im Juli 1954 abgeschlossen worden. Und am 1. November 1954 ging der Aufstand in Algerien schon los. Es hat zweifellos eine beschleunigende Wirkung gehabt. Offiziell herrscht in Algerien kein Krieg, zumindest aus französischer Sicht. Der Truppeneinsatz sei eine Polizeiaktion, so heißt es. Auch Heinrich Back soll für die Fremdenlegion den Aufstand der Algerier unterdrücken. Da, wo es geknallt hat, wurde angerufen, Achtung, dorthin. Und dann sind 6, 8, 10, manchmal 20 Hubschrauber gestartet. Man hat uns irgendwo auf einem Berg abgesetzt. Und dann sind wir ausgesperrt. Und zwar in einer riesigen Linie, die unter Umständen 2, 3 Kilometer lang war. Und dann sind wir vorwärts gelaufen und haben gesucht, bis wir jemanden gefunden haben. Und wenn wir Leute, also Aufständische gefunden haben, dann haben wir sie vernichtet. Der Kampf gegen die algerische Freiheitsbewegung eskaliert zum grausamsten aller Unabhängigkeitskriege. Manche Fremdenlegionäre haben Skrupel, laufen zu den Aufständischen über. Die meisten machen mit. Es war mein Beruf. Ich hatte einen Vertrag unterschrieben für 5 Jahre und ich wusste, und das kriegt man auch vorher gesagt, dass ich diesen Vertrag erfüllen muss. Mir wäre nie die Idee gekommen, die Legion zu verlassen, zu desertieren oder irgendwas. Algerien soll auf keinen Fall verloren werden. Mehr als 500.000 Soldaten schickt Frankreich übers Meer, reguläre Truppen und die Fremdenlegion. Ein grausamer Kampf mit Verbrechen auf beiden Seiten. Kaum einer der Täter wird zur Verantwortung gezogen. Das Motto der Fremdenlegion heißt Ehre und Treue. In Vietnam war es sehr grausam, aber ich muss ehrlich sagen, der Trigger war es noch grausamer. Oh, wenn sie da von uns leicht geschnappt haben, dann habe ich dann gesehen, Tor abgeschnitten, Nase abgeschnitten. Brutalität, das eskaliert. Die algerischen Aufständischen verüben Bombenanschläge in Algier. Wahlloser Terror gegen französische und muslimische Zivilisten. Die Spirale der Gewalt. Wenn man dann den Kerl hatte, der die gelegt hatte, der wusste, wo die Bombe lag, um das rauszufinden, dann wurde Folter angewandt. Und das war eben, sagen wir, das, was den Algerienkrieg weggeflastert hat. Es ist eben viel gefoltert worden. Ich will jetzt hier nicht klarlegen, was gemacht wurde mit Gefangenen, wenn sie verheert worden sind und so weiter. Da hat Strom dazugehört, hat Wasserdunkel dazugehört. Aufhängen, die Arme nach hinten, nicht. Gewicht an den Füßen. Ein Bild von Josef Hesler in einer Spezialeinheit. Ihre Aufgabe? Aufständische in Höhlen aufspüren und ausschalten. In französischen Offiziersmessen wurde bei den Alten noch schwärmerisch von Indochina geredet. Über Algerien redete man nicht gern. 1961 haben Frankreichs Truppen die Aufständischen militärisch so gut wie besiegt. Doch der Staatschef, General de Gaulle, weiß, das allein wird keinen Frieden bringen. Die Perspektive eines politischen Erfolges war nicht vorhanden. Insofern hat de Gaulle natürlich die einzig richtige Entscheidung getroffen, gegen den Widerstand und gegen die Wut der Generale, die ja ihren Krieg gewonnen hatten, gewissermaßen, dann doch den Kontakt zur algerischen Befreiungsfront aufzunehmen und dann sehr schnell und sehr brutal auch den Abzug zu organisieren, sodass den Europäern dort nur wirklich die Flucht übrig blieb. Mehr als 1 Million Franzosen verlassen 1962 Algerien. Die armen Schweine waren die Archi, das waren die, ein paar hunderttausend immerhin, Algerier, die auf französischer Seite gekämpft haben und die, soweit sie nicht entkommen konnten, sehr viele sind nicht entkommen, dann nachher abgeschlachtet wurden. Die algerische Befreiungsfront jubelt.
Bei den fremden Legionären, die auf ihren Rücktransport nach Frankreich warten, herrscht Anspannung. Mit Hunderten von Lastwagen kamen die reingefahren, haben uns gesehen, sie haben geschossen, aber nicht auf uns, sondern in die Luft, aus Freude. Und ich denke ewig dran, dieses Meer von grün-weißen Fahnen, die sie da mitgeschleppt haben. Es ist das Ende von Frankreichs Kolonialreich. Das erste Fallschirmjägerregiment der Fremden Legion wird aufgelöst, weil es sich am gescheiterten Putsch gegen de Gaulle beteiligt hatte. Das ist so, wie wenn sie zum Tod verurteilt wären praktisch. Also sie sind niemand mehr. Nicht? Und dann sind sie aufgeteilt worden in weiter Teufel wohin. Hat nicht mehr existiert. Das war deprimierend. Aber auch geholfen, viele wie kleine Kinder, muss ich ehrlich sagen. Also auch harte Kerle, mir ging es genauso. Es sind einem die Tränen gekommen. Nicht? Nach Algerien endet auch die Zeit der vielen Deutschen in der Fremdenlegion. Sie singen zwar noch heute das Lied vom Westerwald, aber die meisten verstehen kein Wort. Heute dominieren Osteuropäer in der Fremdenlegion. Für 1000 Euro Einstiegssold lassen sich Deutsche kaum noch anwerben. Die Attraktion hat dann noch nachgelassen, weil zum Beispiel Amerikaner jetzt mit ihren Contract Workers, also wenn jemand eine gute militärische Ausbildung hat, zum Beispiel aus der Bundeswehr oder der KSK rausgeht, der geht natürlich nicht in die Fremdenlegion, der geht zu den Amerikanern und kassiert 1000 Dollar pro Tag. Vieles hat sich verändert in den letzten Jahrzehnten. Nur der Tag von Camerone ist noch so, wie er immer war. Das große Fest am 30. April. Im Hauptquartier in Aubagne, in Südfrankreich. Das ist das Herz der Fremdenlegion. Camerone ist der Kult des Auftrags. Und der Auftrag ist heilig. Ein bizarres Ritual. Wie eine Reliquie tragen sie die Holzhand eines Hauptmanns vor sich her, der 1863 im mexikanischen Camerone gefallen ist. Mit fast allen Männern seiner Einheit. Blutiges Pathos oder harmlose Tradition? Das ist wirklich der Moment, an dem alle Regimenter dem Opfer gedenken, das diese Legionäre damals gebracht haben, um ihren Auftrag zu erfüllen. Sind solche Rituale wie in einem Männerbund noch zeitgemäß in einer modernen Demokratie? Eine Bruderschaft, nicht? Die lassen kein Verkommen. Sie haben da Anrecht auf ein Bett und Essen, Dach über den Kopf, nicht wahr? Bis Lebensende, nicht? Und es gibt so manchen, der da nun das in Anspruch nimmt. Ein Auffangbecken für gefallene Jungs. Es hat viele, viele tausend Jungs zur Heimat gegeben. Und das Wetterste. Auf mich. Das ist die Legion für mich. Eine kritische Aufarbeitung der eigenen Geschichte gehört nicht zur Traditionspflege. Heute sehen viele wie Frank Seidel die Legion eher nüchtern als Arbeitsplatz. Bald will er ihn verlassen. 17,5 Jahre in Deutschland, 17,5 Jahre in der Legion. Na, das sind jetzt 35 und dann die nächsten 17,5 Jahre werden wir mal sehen. Vielleicht noch Guyana ein bisschen, dann vielleicht nach Brasilien oder vielleicht mal nach China, sonst wo, man weiß ja nie, ne? Je nachdem, wo es mich gerade hinschlägt. Bis bald und bleiben Sie uns treu.